Guten Morgen aus Albanien, Flora. Das wird heute der erste richtige Mountainbike-Tag. Ich werde nach Zvernöv oder wie das heißt fahren. Das ist also eine Halbinsel. Wird so eine 65 Kilometer Tour. Ich hoffe, das Wetter wird durchhalten. Ich freue mich. Ich habe schon lange nicht mehr gesehen, eine Waage zum Abbiegen auf der Straße. So, das dürfte jetzt die sogenannte Altstadt sein. Eigentlich ist ein einziger Straßenzug, mehr ist es nicht, den sie halt ein bisschen hergekriegt haben. Schön hergekriegt. Ich spüre gerade schon wieder ein paar Tröpfchen. Da habe ich noch ein paar Meter entdeckt. So, das war einmal Altstadt Flora oder auf alt hergerichtete Stadt Flora. Die üblichen Straßen in Flora. Ein schöner Aussichtspunkt. Ich glaube, ich bin so 40% der zu machenden Höhe habe ich schon geschafft. Da lohnt es sich auch, kurz einmal stehen zu bleiben und den Blick zu genießen. Da ist übrigens diese Halbinsel, wo ich da später noch hinfahren werde. Aber zuerst geht es einmal nur ca. 200 Höhenmeter bergauf, bevor es dann irgendwann bergab geht und da darüber geht. Ganz verwaisten Straße, da fährt fast nichts da oben. Auch immer so eine breite Straße gebaut haben. Weg zur Burg von Catania. Oben sieht man es eh schon. Auf der Burg oben. Jo, Weitblick von da. Genug von der Burg. Jetzt geht's wieder runter. Ja, das ist jetzt der höchste Punkt dieser Tour. Da unten sieht man Flora, Strand von Flora. Da werde ich jetzt noch gleich runterzischen. Und dann geht's da rüber zu der Halbinsel. Wenn das Wetter halbwegs durchhält, tröpfelt immer leicht, aber im Großen und Ganzen passt's. Ich habe mich für links entschieden. Ich
So, jetzt bin ich wieder unten. Ja, ganz schön tief gewesen. Ja, ähnlich beim Strand. Ah, da drüben gibt es einen Bunker. Strandbunker. Wir haben einmal ein Strandlokal mit einem Glühwein oder so. So schaut's da aus. Da vorne haben wir einen Leuchtturm, da fahre ich vielleicht auch noch hin. Aber irgendwie geht mir heute der Regenschirm nervt jetzt. Ich glaube allzu lang mache ich es nicht mehr, weil jetzt ist mir die Finger auch schon wieder kalt. Die letzten 20 Kilometer im Regen hätten nicht unbedingt sein müssen. Ansonsten war es eine schöne Tour. Vor allem die Burg um, die war klasse. Bad, auf das freue ich mich jetzt. Natürlich kein heißes Bad, aber eine heiße Dusche wird es geben. So, und jetzt ab unter die heiße Dusche.